Okay. Hallo, ich bin der Elias. Ich der Alex. Und ich der Lauren. Und wir zeigen euch heute unser programmiertes Spiel auf Scratch. Also als erster müsst ihr auf die Seite scratch.mit.edu gehen. Und dann kommt ihr auf diese Seite. Dann sucht ihr unseren Spielernamen. Den werden wir dann unter das Video wahrscheinlich noch schreiben. Alex Rapid Spin. Ja, dann kommen unsere Spiele. Das ist das Spiel von mir. Das ist das Spiel von Laurenz. Und das ist das Spiel von Alex. Wir gehen mal in das Spiel von Alex. Hier habt ihr die Beschreibung auf der Seite. Ja. Mit der Taste W könnt ihr den Ballon hinaufsteuern und mit der Taste M könnt ihr Bomben abschießen. Und manchmal kommen von oben so Hilfesachen. Eins gibt es, bekommt man ein Leben dazu. Und eins gibt es, wo man für 10 Sekunden oder so dann geschützt ist. Also dass der Schneemann euch nicht abschießen kann. So wie es jetzt gerade ist. Ja. Ja, jetzt ist es schon wieder vorbei. Wenn man den Schneemann jetzt trifft, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ja, genau. Lenken kann man mit dem Ballon nicht, sondern es wurde so programmiert, dass wenn man oben ist, nach rechts steuert, genau, und wenn man unten ist, nach links steuert. Also es gibt keine Tasten, wo man nach links oder rechts fliegen kann, nur oben und unten. Und wenn euch das Spiel gefällt, könnt ihr es liken oder favorisieren mit den beiden Buttons da unten. Ja, und dazu müsst ihr euch bei Scratch mal anmelden und dann könnt ihr es liken oder den Stammbaum ändern, also es anders programmieren. Und hier seht ihr mal, wie wir das programmiert haben. Bei Explosion haben wir zum Beispiel, gibt es hier mal, die Explosion ist eine Skizze und die versteckt sich am Anfang und dann, wenn man den Schneemann trifft, dann erleuchtet sie und sie nimmt dann verschiedene Kostüme an und ihr könnt auch die Kostüme noch bearbeiten, weiterzeichnen. Und dann könnt ihr das einfach duplizieren und dann das da hergeben, neues Kostüm da eingeben und dann das halt wieder weggeben und dann ist es halt wie neu bearbeitet und das ändert dann wieder das Kostüm. Und das Spiel startet ihr, indem ihr rechts oben beim Spiel auf die grüne Flagge drückt und wenn ihr es dann nicht mehr spielen wollt, einfach auf den roten Kreis drückt. Jetzt stoppen, oben mit dem roten Quadrat. Können wir das noch schneiden? Ja.